So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße dich zum Tagesquickie. Es grüßt natürlich wieder euer King of Quickie, wie ihr mich so schön genannt habt. Und es geht jetzt um Samstag, den 27.02. Ja, und da wollen wir mal reinschauen, was uns denn für Energien zur Verfügung stehen. Ja, es geht natürlich immer um die Partnerschaft. Dann schauen wir mal rein bei den Singles. Dann natürlich bei der Arbeit und dann bitten wir noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und zum Schluss dann ziehen wir noch eine schöne Karte aus der Happy Box. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ihr habt das schöne Wetter jetzt genossen. Also das hat sich ja schon so richtig ein bisschen nach Frühling angefühlt. Also wunderbar, genau das Richtige für mich, weil ich bin ja sowieso eher so ein Sonnenkind und kann mit dem Winter eher weniger was anfangen. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt hier endlich mal wieder aufwärts geht, raus aus der Kälte, aus der Nässe, aus der Dunkelheit. Ja, dass die Tage endlich mal wieder eher hell werden, dass es länger hell bleibt und da freue ich mich schon riesig drauf. Also das wird ganz, ganz toll. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir gehen den Weg weiter und jetzt schauen wir mal rein in die Karten, was wir denn da für Impulse kriegen. Quickie-mäßig, also wir ziehen, ups, nur zwei Karten und jetzt geht's los mit der Partnerschaft. Was ist da los am Samstag? Oh ja, da ist also jetzt der Reiter gefallen. Der Reiter, der sagt mir, vielleicht hat es da irgendwo hier und da nicht so gut funktioniert in der Partnerschaft in der letzten Zeit. Vielleicht gab es da Diskussionen, Gespräche. Aber hier der Reiter, der sagt mir jetzt erstmal, dass man hier aus einer Situation herauskommt, hinein in eine bessere Situation. Und da wollen wir doch gleich mal gucken, was wir noch für eine Karte bekommen. Das sind es zwei. So. Jawohl, es schaut mir aus, als würde der Mann im Hause wieder zurück zu seiner Stärke finden. Der Bär, Kraft, Autorität, starke männliche Persönlichkeit, hier tiefe Einblicke, tiefe Gefühle. Also es scheint mir, als würde der Herr im Hause jetzt langsam wieder handzahm werden, zu seiner Stärke zurückfinden, dir auch die Aufmerksamkeit geben, die du möchtest, die du natürlich auch verdienst. Ja, da ist der gute Mann jetzt wieder auf einem sehr guten Weg. Die letzten Tage war es ja irgendwie so ein bisschen komisch, ja, in der Partnerschaft. Da weiß ich auch nicht so genau, was man davon halten soll. Hier war so eine kleine Flaute drin. Und ja, freut mich zu sehen, dass es da an diesem Samstag wieder aufwärts geht. Vielleicht kann man ja direkt einmal ein paar schöne Dinge unternehmen. Okay, jetzt schauen wir mal weiter. Bei den Singles. Singles am Samstag ist immer interessant. Da fallen ja auch schon wieder gleich zwei Karten. Zum einen, ja, das Schiff, das steht ja auch immer dafür, dass etwas in Bewegung kommt, dass sich etwas tut, dass da was passiert, Träume, Sehnsüchte. Hier scheint sich ein Neuanfang anzubahnen. Vielleicht etwas, was sich schon ein bisschen länger hinzieht, jemand, den man vielleicht auch schon ein bisschen länger kennt, dass hier etwas in Bewegung kommt, dass hier etwas passiert in Bezug auf einen Neuanfang. Also der Tag, die Energie ist gut, hier vielleicht auch tatsächlich mal den nächsten Schritt zu gehen. Hier wenn man sich so langsam annähert, wenn langsam etwas passiert, dass man hier sagt, okay, jetzt gehe ich nochmal den nächsten Schritt, weil das Schiff, das ist ja auch immer so eine Karte, das sagt mir, dass hier etwas recht langsam vorangeht, aber es geht voran. Das ist ja schon mal die Hauptsache, ob schnell oder langsam, Hauptsache, da geht was. Na? Ja, jetzt wollen wir mal weiterschauen für den Samstag, die Leute, die am Samstag für uns alle auf die Arbeit gehen. Was gibt's denn da Schönes? So, da ist schon die erste Karte gefallen. Oh, Arbeit, Fische ist gleich Geld. Also in Berufsfragen und Geldfragen stehen die Fische ja eindeutig für Geld, für die Finanzen, für den finanziellen Wohlstand. Also schaut hier ganz gut aus, kann man so sagen, wenn es hier irgendwie ums Geld geht. Es sei denn, wir kriegen jetzt irgendeine Scheißkarte, aber das glaube ich nicht. Wollen wir mal reinschauen, was wir da bekommen. Wir wollen ja immer positiv sein. So,
Ja, das bist du und du schaust an diesem Tag auf das Geld. Also die Energie am Samstag ist vielleicht gut, in Sachen Finanzen in der Arbeit mal ja, die Initiative zu ergreifen, vielleicht beim Vorgesetzten oder beim Chef mal so ein bisschen anfragen, wie es denn aussieht, ob deine Arbeit vielleicht auch ein bisschen mehr belohnt werden könnte. Hier an dem Tag ist auf jeden Fall die Energie gut, sich einmal Gedanken über eine Gehaltserhöhung zu machen. Da ist natürlich die Frage, wie man das immer anstellt. Da gebe ich auch gerne immer Tipps dazu. Aber das ist jetzt hier der falsche Platz. Ich muss hier ständig mehr Platz verschaffen. Auf jeden Fall hier die Energie ganz gut, um mal zu fragen, ja, hey Chef, wie sieht es denn jetzt eigentlich so aus? Bin ich dir vielleicht etwas mehr wert? Na? Ja, gut. Und jetzt wollen wir natürlich noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt bitten. Und ich mische mal die erste Karte. Dann schauen wir mal. So. Okay. Also, was haben wir da? Da ist jetzt der Mann, also das bist jetzt wieder du als Fragesteller, und der Baum gefallen. Das heißt, die Botschaft aus der geistigen Welt. Ja, achte mal ein bisschen auf deine Gesundheit und auf dein Selbst, auf dein persönliches Wachstum. Ja, der Baum, der steht ja für das Wachstum. Der Baum, der steht ja für die Stabilität. Ja, also steht auch natürlich für die Gesundheit. Es ist ja für uns ganz wichtig, ja, immer so ein bisschen auch auf die Gesundheit zu achten. Das heißt, ja, nicht nur nach Hause gehen, nichts mehr dürfen und wenn du rausgehst, eine Maske aufsetzen. Das ist natürlich alles andere als förderlich für dein Immunsystem, sondern gerade in diesen Zeiten, wo man Corona kriegen könnte, ist es natürlich viel wichtiger als eine Maske, sein Immunsystem zu stärken. Ja, hier die Karte der Gesundheit für dich an diesem Tag. Also stärke dein Immunsystem. Presst dir einen Orangensaft, iss Gemüse, iss Obst, nimm ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel, Eisen, Vitamin D, Vitamin C, also diese ganzen Dinge, die dein Immunsystem eben auch stärken, weil das ist komischerweise das, was uns die Regierung und die ihren ganzen tausenden Experten, die wir alle von unseren Steuergeldern bezahlen, nicht sagen. Ja, die sagen euch nicht, stärkt mal euer Immunsystem, geht an die frische Luft, werdet aktiv, tut was dafür, sondern die sagen euch nur, geht arbeiten, geht heim, haltet die Klappe und setzt eine Maske auf. Also das ist nicht förderlich. Von daher hier auch jetzt ganz schön die Botschaft aus der geistigen Welt, dass man mal etwas für sein Immunsystem tun soll. Und ein bisschen auf sich achten soll. Ja, das ist ganz wichtig. Sowieso immer ratsam, dass man da mal guckt, ja, wie kann, oder was kann ich denn für meinen Körper tun? Ne? So, ja, und jetzt, ihr Lieben, jetzt ziehen wir natürlich noch eine Karte aus der Happy Box. Und dann mische ich gleich mal. Da flutscht sie mir schon von der Hand. Die Fische drehen sich im Kreis. Und was haben wir hier? Heute ist ein guter Tag, um ein Lebenskünstler zu sein. Okay, also lasst uns alle Lebenskünstler sein. Ich werde euch auch vorlesen, was da hinten steht. Sei mit wenig zufrieden, ob knapp bei Kasse oder verregneter Urlaub. Sieh das Positive. Freu dich heute an Selbstverständlichkeiten, ob frische Brötchen oder das warme Bett. Zähl einfach auf, was du hast und du bist. So findest du täglich tausend Gründe, um zu feiern. Ja, und genau das ist ja immer mein Reden. Genau davon erzähle ich ja auch immer, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man irgendwie in einem Loch ist, wenn man so ein bisschen depressiv ist, ja, dann ist es ganz, ganz toll und eine super Übung für einen, sich mal umzuschauen, zu Hause zum Beispiel. Wenn man sich für sein warmes Zuhause bedankt, für sein kuscheliges Bett bedankt, dass man einen Film schauen kann, dass der Kühlschrank voll ist, dass man warmes Wasser hat, dass man sauberes Wasser hat. Einfach mal für die Kleinigkeiten im Leben bedanken und dankbar sein. Und dann wird man ganz schnell merken, wie gut es einem eigentlich geht. Ja, und diese kleine Depression, die da im Anflug war,
ist gleich wieder vergessen. Also es ist wirklich so, dass man, wenn man sich immer wieder vor Augen hält, wie gut es einem doch geht, selbst wenn man nur eine kleine Wohnung hat, man hat eine. Es gibt Menschen, die haben gar keine Wohnung, die schlafen auf der Straße, die wissen nicht, wo sie ihr nächstes Essen herkriegen sollen, die wissen nicht, wo sie schlafen sollen. Also einfach mal dankbar sein für das, was man hat, das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ja, mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich. Ja, wenn euch der Tagesquickie gefallen hat, sehr gern einen Daumen rauf geben. Wenn du kein Abonnent bist von diesem Kanal, ja, dann wird's höchste Zeit. Abo-Knopf drücken, dabei bleiben, Teil von der schönen Community zu werden. Und ja, da würde ich sagen, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video.